Porygon 2 ist ein Pokémon mit dem Typ Normal, existiert seit der zweiten Spielgeneration und entwickelt sich aus Porygon und kann sich wiederum zu Porygon Z weiterentwickeln. Porygon 2 ist ein mittelgroßes, zweibeiniges Pokémon, das hellblau und rosa erscheint. Der komplette Kopf, der Hals sowie der obere Bereich seines Torsos sind rosa gefärbt. Schnabel, Schwanz, Beine und Bauch färben sich stattdessen hellblau. Im Gegensatz zu seiner Vorentwicklung sind die einzelnen Körperteile von Porygon 2 rundlich geformt. An den Seiten des Kopfes sind die beiden großen Augen zu sehen und sie bestehen aus weißer Lederhaut und schwarzen kleinen Pupillen. Vorne befindet sich der lange Schnabel, ein dünner Hals verbindet den Kopf mit dem Torso und dieser hat etwa die doppelte Größe des Kopfes. Rechts und links wachsen die beiden länglichen Beine und schließlich besitzt das Pokémon einen langen Schwanz, der am Ursprung schmal ist und ab dann etwas breiter erscheint. Dabei ist Porygon 2 in seiner Shiny-Form bei den ursprünglich rosa gefärbten Bereichen dunkelblau gefärbt und die blauen Areale sind violett gefärbt. Porygon 2 nutzt hauptsächlich spezielle und Status-Attacken. Zu den speziellen Attacken gehören dabei unter anderem Triplett, Blitzkanone und Hyperstrahl. Die einzige physische Attacke, die es nutzt, ist Tackle. Zu den Statusangriffen gehören zum Beispiel Magiemantel und Zielschuss. Eine mögliche Fähigkeit ist Erfassen, wodurch die Fähigkeit des Gegners kopiert wird. Die andere mögliche Fähigkeit ist Download, wodurch die eigene Kraft entsprechend der gegnerischen Statuswerte angepasst wird. Und die versteckte Fähigkeit Analyse sorgt dafür, dass die eigenen Attacken stärker werden, wenn das Pokémon nach dem Gegner angreift und nicht vorher. Porygon 2 ist ausschließlich per Entwicklung oder Tausch erhältlich, außer in Pokémon-Legenden Arceus, wo es im roten Sumpfland anzutreffen ist. Die verbesserte Porygon-Version wurde für den Einsatz im Weltall gebaut, um Planeten zu erkunden. Es kann aber nicht fliegen und kann sich deswegen im Weltraum dort nicht so gut fortbewegen. Seine Fähigkeiten wurden verbessert und es zeigt manchmal sogar Handlungen, die nicht einprogrammiert sind. Es wurde in einem wissenschaftlichen Experiment von Menschen geschaffen und verfügt über eine künstliche Intelligenz, wodurch es selbstständig neue Gesten und Gefühle erlernen kann. Porygon 2 stellt dabei die zweite Stufe der dreiteiligen Entwicklungsreihe dar, die mit Porygon beginnt. Seit der zweiten Generation kann sich dieses durch einen Tausch mit dem Item Upgrade zu Porygon 2 entwickeln. Das entwickelt sich wiederum seit der vierten Spielgeneration bei einem Tausch mit einer Dubios Disc als getragenes Item zu Porygon Z weiter. Bei der Entwicklung von Porygon zu Porygon 2 wird der bisher sehr kantige Körper geglättet, während bei der Entwicklung zu Porygon Z die Augen gelb gefärbt werden und es nunmehr einem Kolibri statt einer Ente ähnelt. Mit seinem Normaltypen ist es dabei immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.